Okay. Bring das Kind wieder zurück jetzt. Komm. Ich helfe Iveka aus dem Tal heraus. Keine Sorge, wir machen das. Okay. Oh, das war ja schon eine ziemlich lange Questreihe. Aber war cool. War cool. Ich hatte aber noch hier in der Schlundarena hatte ich noch immer eine Ding. Oh, machen wir mal. Da hatte ich, glaube ich, auch noch eine Quest in der Schlundarena. Dein Feind ist mein Feind. Oh. Oh, ich will mal gucken, was das so gibt. Hallo. Ja. Was hast denn du da? In Blau. Meiner hat... Er ist auch blau. Der geht mehr auf Brennen und Ding, aber Explosionen und so, der ist schon geil. Also den Speer habe ich gut hochgegradet, der ist echt gut. Schade, schade, Marmelade. Dank einer gewissen Nora. Ah, ich will mal gucken, was hier von dem... Warte mal, wo ist denn... Ist der hier oben? Verkauft der hier oben sein Shit? Nee. Es ist, als ob die Zehn erneut zu uns gesprochen hätten. Ja. Wundervoll, nicht wahr? Aha. Eine Nachricht. Keine Armee kann ohne Vorräte marschieren. Okay. Ich glaube, es gibt nochmal Arena-Kämpfe oder so. Das ist jetzt eine Questreihe. Aber die machen wir gleich. Was ist das? Eine Schriftrolle. Ah, okay. Ja, kein Bock, das jetzt alles zu lesen. Das kann man machen, wenn man richtig tief in die Lore will, dann kann man das lesen, aber... Das ist sowas wie für Olli. Wobei, ich glaube, Olli kennt schon die Lore richtig tief. Bestimmt schon 100 Zusammenfassungsvideos angeguckt und. Stimmt's? Was ist hier? Was wollte ich sagen? Okay. Dann machen wir mal die Quest hier. Dauerhaften Frieden mit den Kaja. Was dann? Handel vielleicht. Streiterin, wir müssen uns auf deine Stärke und Großzügigkeit verlassen. Sag ihr einfach, was los ist, Duka. Der Stamm braucht die Arena. Nur mit ihrer Hilfe bekommen wir sie wieder auf. Ihr braucht die Arena? Aber die Kulrut ist vorbei. Das stimmt. Doch wir benutzen die Arena, um die Moral des Stammes zu heben. Wir nutzen sie zum Training. Wir treiben Maschinen rein, sodass die Soldaten in kontrolliertem Rahmen das Töten erleben können. Und das hebt natürlich die Moral. Aha. Häuptling Hekaro lässt uns die Arena nicht öffnen, bis die Balliste, die das Feld schützt, repariert ist. Wir brauchen sie, falls eine Maschine Amok läuft. Während der Kulrut wurde sie beschädigt. Die Teile, die wir brauchen, sind schwer zu finden. Ihr wollt... dass ich Maschinen jage und euch sagen wir, der Häuptling bringe. Wir fragen dich, da jeder Trupp im Hain in Alarmbereitschaft ist. Für den Auftrag gibt es aber auch Vergütung. Stimmt's, Kalla? Natürlich. Wenn die Arena wieder öffnet, wäre ich geehrt, dich zum Wettkampf einzuladen. Es wird eine große Vielfalt an Maschinen geben. Und es gibt Preise für dich, wenn du gewinnst. Nicht nur in der Arena, sondern auch für Medaillen aus den Jagdgebieten. Die kannst du für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Die Balliste reparieren wir mit einer Sehne von einem Maulrücken und Dornrückenstoßzähnen. Diese Maschinen wurden nahe eines Lagerfeuers im Südosten gesehen. Du kannst die Teile hier bei mir abgeben, wenn du sie hast. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Eine Sache noch, wenn du wieder in die Wildnis gehst. Ich weiß auch nicht mehr als du. Ich habe einen Auftrag, hat mit der Moral der Soldaten zu tun.
einen bedauerlichen. In der Hand auf den Feind zu stürmen. Jeder Tenakt-Soldat hat eine Marke mit seinem Truppensymbol. Rebellen haben die Marken von ihren Opfern gesammelt. Diese Marken findest du an Außenposten des Feindes. Bring sie zu mir, wenn du sie hast. Ich sorge dafür, dass sie die Kameraden und Liebsten der Soldaten bekommen. Solch Bestätigung kann manchmal die Trauer lindern. Und es gibt Prämien, falls dich das interessiert. Ich habe schon ein paar Marken gefunden. Hier, eine kleine Belohnung für dich. Aber pass weiter auf. Es gibt noch viele Außenposten in der Wildnis. Dank dir, Streiterin. Und bitte vergiss nicht die Teile für die Balliste. Okay. Und was für Teile brauchst du? Die Balliste bald wieder zu benutzen. Ja. Okay, das ist ja wow. Sammle 2 Dornenrücken-Stoßzähne. Habe ich doch schon. Ha! Ich hab's schon! Okay. Allen war klar, dass Regale angreift. Aber eine Maschine zur Bombe... Muss irgendwie nach oben. Ich muss Richtung Südosten, um diesen Rollrücken zu finden. Ein Rollrücken? Moment mal. Okay. Das ist ja dumm. Unbekanntes Lagerfeuer. Hey, warum kann ich da nicht mehr hinreisen? Was ist jetzt los? Schnellreise an diesen Ort nicht verfügbar. Ich habe schon genug Dornrückenstoßzähne. Brauchst du Vorräte? Okay, ich brauche Dornrücken, Stoßzähne und... Oh. Ey, ich muss irgendwie da hochkommen. Wie kommt man denn da hoch? Die Visionen sind erneut. Lass uns ihre Weisheit erfahren. Nee, eigentlich nicht. Die letzte Schlacht gegen Regala. Mein Herz schlägt voller Erwartung. Wie komme ich denn da hoch? War die Wildnis gut zu dir? Ja, die Wildnis war gut zu mir, aber... Wie komme ich da hoch? Egal. Hä, warum kann ich denn da nicht mehr hin? Ach, das habe ich noch gar nicht alles entdeckt. Ach so. Okay. Ich dachte, das hätte ich entdeckt. Denk an die Fähigkeit immer noch. Ja. Aus dem Weg. Mit Stolz gehen, ja, ja. Los geht's. Muss ich hier lang? Ja, muss ich. Lager habe ich schon, ne? Ja, das Lager habe ich schon gesäubert. Stimmt, ich habe nicht mehr genug Bären. Die nehme ich mit. Ja, ist gut jetzt. Zack. Zack. Okay. Was zur Hölle sind das denn? Achso, das sind Dornenrücken. Ah. Okay. Ich habe gerade gedacht, sie sehen irgendwie so gürteltiermäßig aus, aber da habe ich mich wohl geirrt. Falsch abgebogen.
Hä? Oh, diese blöden Steine. Jetzt laufe ich schon wieder falsch. Ah, jetzt. Jetzt bin ich richtig. Sonnenvögel. Okay. So. Okay. Das brauche ich. Lass mal checken, was ich brauche. Das wollte ich doch gar nicht. Ah, das ist ja cool. Das kann man auch so machen. Das wusste ich gar nicht. Was brauche ich? Begib dich zum Rollrückenposition. Da ist der Rollrücken. Ein Rollrücken? Wie Kaya gesagt hat, ich muss ihn erledigen. Ja, aber was brauche ich denn? Nur den Rollrücken erledigen. Brauch gar nichts Extremes, oder was? Schön stealthy. Was hat er noch für eine Schwachstelle? Gar keine mehr. Einzige Schwachstelle. Das war ja gar nichts. Der rastet komplett aus. Was macht der? Wo rennt der hin? Okay. Was ist das? Moralschub oder was? Hat er gerade einen Moralschub gekriegt oder warum? Festgeschleim. Aua. 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 Ja, abrastet, Junge. Den Schwanz will ich noch haben. Na?
Jawoll. Ich sollte mir diese Sehne holen. Okay. Oh! Da geht voll daneben. Und er schmeißt auch wieder ein Steinchen. Immer diese Steinewerfer. Okay. Oh, dieser Schwanz. Er sieht verlockend aus. Das hat sich komisch angehört. Zurück zu Kala, die Teile abliefern. Jetzt kann ich kurz entspannen. Naja, noch nicht. Noch sind wir nicht raus. Oh, nice. Gräberhülse. Ganz gut. Ich hab, was ich brauche, oder? So, wieder zurück. Was liegt denn hier? Ach so, der hat jetzt hier ein paar Geschenke dagelassen. Ja, dann wieder zurück. Ich habe bald nicht mehr so viele. Ich sollte nicht... egal. Zurück in die Arena. Let's go. Okay. Ich glaube, ich gehe später noch... Okay. Was ist das? Hallo? Aloy, hast du ein paar Marken oder Medaillen? Hast du welche aus den Jagdgebieten? Doch wenn du Teile hast, die wir für die Arena brauchen, musst du mit Kala sprechen. Okay, Medaillen eintauschen. Handeln mit Marken. Was gibt's denn da so? Oh! Oh! Konzentration. Alter, Arena-Medaillen brauche ich dafür. Oh, da gibt es endlich mal legendäre Sachen. Oh, die sieht ja geil aus. Niedrige Gesundheit. Niedrige Verteidigung, Ausweichen. Yes. Konzentration, Tiefenkonzentration, Konzentration, Regeneration. Ja, irgendwie nicht. Gibt's ja aber, Alter. Oh, ein Jägerbogen. Ein Scharfschützenbogen. Oh, da brauche ich 80 Arena-Medaillen. Ja, genau. Okay. Aber die will ich haben. Also die zwei will ich auf jeden Fall haben. Muss ich bestimmt voll oft in der Arena kämpfen. Verdien mehr Medaillen und du wirst reich belohnt. Ja, ich hab's schon gesehen. Du hast hammergute Bögen. Oh, tut mir leid. Ich hab im Augenblick keine Marken. Achso. Kein Problem. Sag Bescheid, wenn du welche findest. Es gab einen Halbstreifen. Okay. Ich denke, ich sollte gehen. Gute Reise.
Gute Reise. So, dann reparieren wir mal die Balliste. Ich habe die Teile für die Balliste. Wunderbar. Wir reparieren sie sofort. Und dann wird die Arena fertig sein. Du darfst hier jederzeit kämpfen. Wie geht das? Sag mir Bescheid und ich arrangiere dir eine Herausforderung. Medaillen, die du beim Kämpfen gewinnst, kannst du dann bei mir für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Das gilt auch für Medaillen aus den Jagdgebieten, nicht nur aus der Arena. Wenn du deine Ausrüstung verbessert hast, wirst du mich Kala vorziehen. Ich will beim Training der Trupps helfen. Es ist kein Beliebtheitswettbewerb. Schön für dich. Dann gehe ich jetzt. Sprich mit mir, wenn du gewinnst oder wenn du Soldatenmarken hast. Na gut, wenn du jetzt in der Arena kämpfen willst, können wir sie schnell einrichten. Willst du nachher eine Runde Streit spielen? Ja, komm, lass mal. Ich versuch das mal. Gut, okay. Mit der Streiterin im Ring wieder auf. Alles klar, die Arena. Bist du bereit, deinen Maschinenjagd-Fertigkeiten auf ultimative Probe zu stellen? Spring in die Arena und nimm es in steigender Herausforderung mit stärkeren Maschinen auf sich. Amateur, fortgeschritten, Fachmann, Experte und legendär. Ja, yeah, ich mach erstmal Amateur. Herdenjagd, okay. Sind nur 3 Medaillen, kriegt man dafür. Uff. Naja, gut. Bist du sicher? Zur Herausforderung starten. Ah, ich muss dafür auch noch bezahlen. Ach du Scheiße. Die Herausforderungsgebühr sind 100 Metallschirme. Ja, komm, einmal machen wir mal. Okay. Gut. Warte mal. Ah, die sehen dich sofort. Instant. Okay, das war nichts. Wow. Okay. 2 von den Mistviechern. Aua. Aua. Lol. War aber knapp. Oh oh. Ah. Aua. Oh, schön. Ah, ja. Zack. Oh, aua. Was soll denn das? Ah, verdammt. Da. Ah, das war ganz gut. Okay. Gegen was sind die nochmal allergisch? Ah, egal. Ja, Eis war's, glaube ich, ne? Das ist noch leicht, ne? Verdammt nochmal. Aua. Hey, ich seh nix. Mein Teil ist ab.
Jawohl, das war einer. Yeah! Woo! Aber es waren nur zwei. Alter, ein Bogen kostet 80. 80 Arena-Medaillen. Was? Und du brauchst da so viele Pfeile und Alter. Okay. Nächste Arena. Oh, so ein Vogel. Okay, der ist leicht. Der ist schon etwas schwerer. Lass mal hier wieder. Oh, ich habe keine Vorräte mehr, oder? Ja. Ich habe keine Vorräte mehr. Fast meine ganzen Vorräte aufgebraucht. Löschwassermunition. Muss ich? Dann muss... Ne. Oh, ich kann nicht. Echt jetzt? Löschwasser habe ich nicht. Nirgends, ne. Egal. Ich kann tatsächlich nicht wechseln. Tschüss, Waffe. Ah. 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 Wo? Ah. Das gibt's doch nicht. Oh. Ah. Nein, geh weg! Oh. Aua! Ah, hau doch ab. Hau doch ab, Alter. Also, er hat mich da die ganze Zeit in der Mangel hier. Gibt's doch nicht. Aua. Was ist da? Ah, ich hab ihn gleich. Oh. Bam! Oh. Schon wieder was erwischt. Aua. Er ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Aua. Aua. Oh. Hab ich dich. Aua. Nein. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Oh. Was? Nein. Echt jetzt? Wow. Schon heftig. Auf jeden Fall nicht einfach, diese Marken zu gewinnen. Und da gibt es auch nur 5 Marken und das kostet mich jedes Mal Metallscherben. Krass.
Hier gibt es 10 Marken. Die kann ich noch nicht machen, weil ich sehe. Oha. Die Soldaten werden diesen Kampf nicht vergessen. Ja, ja. Die Soldaten werden diesen Kampf nicht vergessen. Ja, okay. Um den Bogen zu bekommen, ja, muss ich noch ein bisschen stärker werden. Viel stärker. Gut. Dann würde ich mal sagen, Hauptquest? Oder gibt's noch ein paar Nebenquests hier? Glaube nicht, ne? Okay, dann Hauptquest zu Ding hier. Wie heißt sie? Poseidon muss ich suchen, ne? Versunkene Hoffnung ist es, oder? Nee, das ist ja Nebenquest. Erster Flug ist pausiert. Aufträge? Hier, Haupt. Das Meer aus Sand. Okay. Aber mir fehlen noch ein. Junge, Junge. Das ist nicht ohne gewesen, also da kann man echt nichts sagen. Oh, das war der letzte Schnellreiseding. Egal. Ich koche schon in meiner Rüstung. Ja. Lass mal wieder hier ein bisschen sammeln. Irgendwo wird wieder gekämpft. Oh, hier ist Schlangenterritorium. Oh, oh. Nicht willkommen. Ah, komm, die kleinen Mistviecher gehen mir echt auf den Sack. Oh Gott, die locken alles an. Alles. Oh, definitiv stärkere Waffen, echt. Aua. Ja, aber. Spitzenpredatormaschine. Egal, tot. Au. Auch noch mal eine. Das sind alle Spitzenpredators. Das gibt's doch nicht. Und tschüss. Ah. Achso. Bei Spitzenpredator hat noch ein bisschen mehr ausgehalten. Oh, der war doch gerade mit dem Rücken zu mir. So. Tschüss. Mistviecher. Okay. Haben wir noch hier? Da liegt noch was. Alles mitnehmen, nichts da lassen. Okay.
ich mit. Die nehme ich mit. Zack. Okay. Las Vegas, ich komme. Viva Las Vegas! Das ist auch wieder eine Feuerstelle. Ja gut, aber die ist ein bisschen mehr im Holz. Okay. Ist nur eine, ha? Eine Schlange ist das. Treffer. Danke. Okay. Da hinten leuchtet wieder was blau. Okay, in Las Vegas soll sich also hier Poseidon verstecken. Das müssen die Ruinen von Las Vegas sein. Hm. Poseidon kann nicht weit sein. Okay. Als ob ich Poseidon jetzt einfach so leicht aufnehmen kann. Ohne Probleme, ohne nichts. Ohne irgendein Gefallen wieder einzugehen oder... Mal schauen. Okay. Ich höre. Da ist irgendwas. Ist das so eine Schlange oder was? Ich höre Grünschimmer. Grünglanz. Das ist eine Ruine hier. Raben. Aasgeier. Las Vegas, Baby. Ja, Mann. Wobei, es sieht gar nicht mehr aus wie Las Vegas. Okay, hier gibt's ordentlich Zeug. Da hinten habe ich jetzt nichts vergessen. Diese Ruine ist nicht ganz so verfallen wie andere hier draußen. Vielleicht die, von der Osaram-Stöberer erzählt hat. Könnte sich lohnen, mal reinzuschauen. Mhm. Mist. Ich hab gehofft, hier geht's weiter. Aha. Hm. Ein Relikt? Wie komme ich jetzt da rein, um es zu holen? Wie komme ich da rein, um es zu holen? Tür auf jeden Fall nicht. Nein. Hm. Ach so, das ist das Ornament. Alter, was ist das? Eine Arena? Die kommen in meinen Rucksack. Ah.
Okay. Wo ist der Feuerglimmer? Aha, kommt man da runter? Nö. Hä? Mist. Ist jetzt noch immer kein Eingang gefunden. Wie komme ich da hoch? Muss irgendwie da hochkommen. Okay. Aha! Okay, und runter. Hier ist viel Wasser drin. Eine erfrischende Abwechslung zur Wüstenlandschaft da draußen. Ja. Aber wo muss ich hin? Auf jeden Fall nach oben. Was ist, wenn ich wieder zurück will? Okay. Dass wir jetzt den Weg finden. Ja. Kiste. Und. Schön. Lauter Grünglanz. Schön. Ich habe schon 22 Stück. Ich bin reich, Junge. Reich. Wofür baue ich die Kiste? Wofür brauche ich die Kiste? Kann ich das scannen? Zu weit weg. Brauche ich dafür die Kiste? Oh. Hier ist noch was Leckeres. Ein alter Moratstresor. Nehmen, wenn ich es brauche. Die Tür ist zu. Man braucht wohl ein Schlüsselmodul. Echt gucken, wie ich das jetzt mache. Also erstmal die Kiste runterschieben. Mal die Frage ist nur. Wohin mit der Kiste? Ah. Feuerglimmer. Sehr gut. Um. Ah, dafür brauche ich die Kiste. Dafür brauche ich die Kiste.
doch. Muss ich das Rohr hier drehen oder was? Ah. Das Wasser fließt zu dem Abfluss in der Wand. Und da muss ich jetzt die Kiste reinschieben, damit das Wasser nicht mehr abfließt. Oder? Ja. Das hat geklappt. Wow, wie schnell das Wasser steigt. Oha. Steigt ja rasend schnell. Okay. Das Wasser ist eiskalt. Das ist eine schöne Erfrischung. Ich habe den Schlüsselmodul. Ein Schlüsselmodul. Wie oft heißt es, man soll beim Pokern seine Emotionen beherrschen, ein Pokerface aufsetzen, sich im Griff haben, um keine Rückschlüsse auf sein Blatt zuzulassen. Völlig falsch, wie der makautische Spielologe Kendrick Uston in seinem bahnbrechenden neuen Strategiehandbuch Schlage die Smart Poker KI, stell dich dumm, beweist. Besiege die Casino KI in 5 unlogischen Schritten, die einfach zu lernen, aber schwer zu entdecken sind. Gewinnen Sie gegen das Haus, gewinnen Sie gegen das System, machen Sie ein Vermögen. Jetzt für alle Holo-Leser erhältlich. Für nur Datei beschädigt. Okay. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Hinweis, was ich machen muss oder so, aber das war ja wieder Müll. Ich mit dem Schlüsselmodul jetzt hier reinkommen. Natürlich muss ich bestimmt wieder einen Code eingeben. Okay, bin ah, okay. Oder auch nicht. Eine weitere Kiste. Sieht, dass ich damit lachen kann. Nee. Ah! Verdammt. Kann ich die noch verschieben? Ein bisschen? Kann ich nicht. Egal. Hey, ja, war ich doch schon. Nee, war ich nicht. Gar keinen Sinn. Ist die Kiste echt nur für... Echt jetzt? Es macht gar keinen Sinn, dass die Kiste nur für das ist. Oder? Aber hier geht's nicht weiter. Ja. Ach so, da geht's wieder zurück. Ich blick nicht so ganz, wo ich hin soll.
jetzt. Also vorher war es mir noch klar, aber jetzt ist es mir überhaupt nicht mehr klar. Ich habe diese Türe geöffnet, damit ich die Kiste habe. Aber wo brauche ich diese Kiste? Ich war, da oben war ich schon. Brauche ich sie vielleicht hier? Auf dem Kopf. Muss ich darüber vielleicht? Der Zugwerfer erreicht das nicht. Nee. Okay, Kisten. Ja. Was? Was war das? Knifflig, knifflig. Jetzt komme ich wieder nicht ran, ne? Ah, doch. Okay. Ich frage mich echt, wann ich endlich meine Taucherausrüstung bekomme. Ich spiele das Spiel schon so lange und ich habe noch immer keine Taucherausrüstung. Das soll ja nicht auf den Kopf fallen. Bin auf dem richtigen Weg. Okay, zwei Kisten. Was mache ich damit? Hä, warum? Scheiße. Warum geht denn das nicht? Hä? Warte mal, vielleicht auf dem Geländer stehen. Ja, das war nix. Mist. Nicht zum Festmachen. Ja. Nein! Komm schon. Jetzt. Jawoll. Und zack. Jetzt komme ich weiter. Ja, Mann. Ja, kletter doch hoch. Na also. Ja, Mann. Sehr schön. Noch eins dieser Relikte. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Yeeha! Sehr geil.